Kann mir mal irgendjemand sagen, wo Peter bleibt? So langsam nervt das echt. Da Peter nun auch endlich mal eingetroffen ist, moin zusammen. Im letzten Video haben wir euch gezeigt, wie ihr defekte Stoßdämpfer erkennen könnt und welche Auswirkungen sie auf euer Fahrzeug haben. In der heutigen Folge geht es darum, wie ihr am besten Stoßdämpfer austauschen könnt. Immer dran denken, paarweise bitte austauschen. Extra für diese Folge haben wir die Stoßdämpfer, die ihr da hinten seht, präpariert. Als allererstes wird Peter jetzt die Mutter der Koppelstange lösen. Als nächstes müsst ihr hier die umliegenden Teile entfernen, wie zum Beispiel die Wischerarme. Als nächstes wird Peter die Klemmbolzen vom Axtträger lösen, damit wir später das Federbein einfach rausheben können. Als nächstes werden wir die Achsmutter lösen, das Kabel vom ABS-Sensor trennen. Im Anschluss werden wir das Gelenk herausdrücken und zum Schluss die Schrauben vom Traggelenk entfernen. So können wir den Radträger einfacher vom Stoßdämpfer trennen. Eine Bitte habe ich noch. Bitte sorgt dafür zum Schutz von der Bremsleitung und von der Sensorik, dass ihr den Radträger auffangt. Entweder mit einem Getriebeheber, wie wir es jetzt gemacht haben, oder wenn nichts anderes zur Verfügung steht, mit einem Draht. Danach könnt ihr ohne Probleme das Federbeinstützlager lösen. Beim Einsetzen des Federbeins bitte achtet darauf, dass ihr die richtigen Teller benutzt und dass diese Sicherungsnasen vernünftig an der Feder sitzen, damit sie beim Festziehen nicht rausspringt. Einen kleinen Tipp noch, bitte tut mir den Gefallen und zieht alle Schrauben an mit dem vorgeschriebenen Drehmoment. Von diesen Meile originalen Stoßdämpfer haben wir rund 650 verschiedene für rund 214 Millionen Fahrzeuge in ganz Europa. Die Kolbenstangen dieser Stoßdämpfer haben eine durch ein elektrochemisches Verfahren aufgetragene Schutzschicht. Ganz genau. Diese Schutzschicht, die schützt vor Salz, Schmutz und Feuchtigkeit.
Kleiner Tipp für euch, damit ihr auf der sicheren Seite seid, tauscht ihr am besten gleich das Federbeinstützlager aus, wenn ihr die Stoßdämpfer austauscht. Die Federbeinlager sind nämlich besonders hohen Beanspruchungen ausgesetzt, gerade bei Kurvenfahrten, beim Anfahren sowie beim Abbremsen. Dieser Effekt wird zusätzlich verstärkt, wenn ihr so einen T5, wie ihr ihn gerade gesehen habt, nochmal überladet. Unsere Ingenieure haben deshalb den Meiler HD Federbeinlagerersatz entwickelt, bei dem der Federteller und das Wälzlager verbessert worden sind. Bei unserem Wälzlager zum Beispiel haben wir eine höhere Lebensdauer. Das haben wir erreicht, indem wir hier drin in der Laufschiene eine höhere Anzahl von Kugeln drin haben. Dadurch haben wir eine höhere Belastbarkeit und eine höhere Kraftaufnahme. Außerdem haben wir im Vergleich zu UE bei unserem Teller das Material geschmiedet und nicht gegossen. Dadurch ist der Federteller stärker belastbar und es können keine Bruchstellen auftreten. Das war's für heute und wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Schönen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut. Ciao. Ja, ich würde sagen, haben wir geschafft. Und was machst du gleich? Auf dein Moped setzen oder was? Moped? Ich helfe dir gleich. Eine Harley ist kein Moped.